Servus und grüß euch zu Folge 2 Let's Play City Skylines hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich möchte jetzt mal hier einen Grid mal mit euch bauen, den wir dann für die nächste Folge mal kopieren, um hier ein größeres Wohngebiet und einmal ein größeres Gewerbegebiet für Büros dann auch noch mit einbaut. Ich habe das mal auf meiner alten Map einmal versucht. Ich habe das irgendwo im Internet immer gesehen und mir hat dieser Plan recht gut gefallen. Und das möchte ich jetzt einmal umsetzen. Das heißt, die werden wir jetzt hier als Vorbereitung ein paar Sachen einmal ausmessen. Jetzt werden wir mal schauen, von dem Baum da, sage ich mal, werden wir jetzt mal so mindestens 100, was brauchen wir denn, 120, 130 Einheiten gut einmal nach unten gehen. Das wäre dann hier einmal ungefähr. Und dann müssen wir mal von der Autobahn so 60 Einheiten ungefähr erweckert. Dann war der Startpunkt irgendwo. Nehmen wir einfach den als Startpunkt. Den markieren wir jetzt mal ganz kurz. Dann nehmen wir den einmal als Startpunkt für das Ganze. Da müsste eigentlich dann auch der Winkelmesser mal sehr funktionieren. Müssen wir natürlich schon schauen, dass wir da an der Autobahn entsprechend parallel verlaufen. Das schaut aber gut aus da. So, jetzt fangen wir da natürlich wieder nichts mehr ein. Das ist ja wieder lustig. 60 Einheiten Wicker, gell? Ungefähr ab da. Das ist jetzt egal. Dann brauchen wir jetzt eine sechsspurige Autobahn, eine sechsspurige Straße. Und zwar nehmen wir die mit. Einfach mal bauen, so. Das läuft das eine ganz parallel da, das ist jetzt egal. Hey, ja, ja. So, 60, wenn ich jetzt hier noch da oben baue, dann haben wir ja genügend Abstand zu dem Gewerbegebiet, das müsste passen hoffentlich. Wenn jetzt eine parallele Autobahn liegt, wir entspannen, wie die Ausfahrten dann nicht passen werden. Wenn es jetzt parallel zur Autobahn liegt, dann wird der Rest wieder nicht stimmen. Das müsste doch so passen, oder? Da haben wir 90 Grad. So, wenn ich jetzt da aufhänge. Witzig. So. Da ist immer der Baubeginn. Jetzt ziehen wir uns jetzt mal noch hinten auf einer ganzen Länge von 160 bei 130 Erglung. Das sind 28. So. Jetzt muss ich selber mal wieder überlegen, wie der ganze Grid funktioniert hat. Da machen wir jetzt nebenbei eine Straße. Die darf ruhig ein bisschen mehr Abstand dazu haben. Die muss jetzt 114 lang sein.
ist alles schön eben, oder? Jo. So, 114 in der Richtung. Und genau so bauen wir uns jetzt da ein Eck auf. 114, 114, 114. So. In der Mitte haben wir dann noch Adam Riesig bei 57, gell? Das müssen jetzt auch genau 57 sein bis da oben, perfekt. Das ziehen wir uns da auch nochmal rüber. Stimmt das? Jo, stimmt. Und das Ganze nochmal nach unten. So, und jetzt brauchen wir Einbahnstraße zweispurig. Da können wir die auch wieder mit dekorativem Gras ruhig machen, damit es in einem Wohngebiet und alles etwas schöner ausschaut. Jetzt haben wir jetzt mal 19 Einheiten, die wir brauchen. So, und genauso 19 Einheiten rüber. Einmal und einmal nach unten. So, dann brauchen wir 19 Einheiten von da rüber. Noch da rauf. Und da geht jetzt eine Straße quer rüber. Schauen wir mal, dass ich den Grid auch gleich im richtigen Einbahnstraßenmuster bauen kann. So, 19 nach oben. Würde nicht so gut ausmessen, da. Dann machen wir es da. Der muss allerdings nach unten gebaut werden. Gehen wir da mit 19 schon um. Ja, 19 nach unten, wieder 19 Einheiten. Geht dann 19 nach draußen. Die 19 müssen nach da oben. 19 Einheiten einmal nach rechts. 19 nach unten. 19 da rein, 19 nach oben. So. Und das Ganze müssen wir jetzt mal 4 machen. Das heißt also 19 Einheiten da rein, 19 nach unten. Nach oben, 19 nach außen, 19 darüber, 19 nach unten, 19 nach da, die nach außen, die nach innen, der muss von außen rein, der muss rauf, der muss runter. So, dasselbe nochmal in rosa. 19 einmal rein, einmal runter, 19 einmal hoch, 19 noch darüber, 19 noch unten, 19 noch raus. Stimmt nicht. Wo vermessen? 19 nach oben, 19 rüber, 19 runter, 19 raus. Jetzt stimmt's. Der muss nach oben, der muss da rüber. So. Die geht nach außen, die Einbahnstraße. Die kommt von außen, die muss nach oben und die muss da rein. 19. Das ist also praktisch so ein Einbahnstraßen-Layout, in dem halt die Jungs und Mädels dann immer nur in eine Richtung fahren können. Und dadurch soll halt der Verkehr auch etwas gelenkt werden, dass halt die wirklich nur bei bestimmten Ecken rein und raus fahren dürfen. So. So soll der Grid ausschauen. Falls jetzt irgendwo nicht passt, muss ich noch passend machen, wie du schon hast. Da werden wir jetzt dann gleich mal hergehen und werden wir einmal mal außen. Ich schätze mal, da werden wir wieder die Ampeln alle gebaut haben irgendwo.
Mit dem Traffic Manager gleich mal die Ampeln ausschalten. Das kann alles aus. 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 Wenn er dann im von außen nach innen kriegst, sowieso dann das eine wäre als Hauptstraßen. Und dann kriegst du sowieso extra Abbiegespuren. So, das Ganze wird dann da praktisch hier einmal angebunden, hier einmal angebunden, hier einmal angebunden. Und dann brauchen wir da noch einen großen Autobahnknoten. Und das gleich, den gleichen Grid bauen wir also da herüben nochmal. Der wird also viermal aufgebaut. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Die kriegen dann noch Verbindungsstraßen über die Autobahn zwischen den einzelnen Grids. Und was ich in einem Grid noch bauen werde, oder was in die Mitte noch reinkommt, das kann ich euch einmal ganz kurz zeigen. Wenn das denn... stopp, da haben wir schon so. Und zwar gibt es einmal dann diese Pflasterwege. Die werden in jedem Quadrat einmal in der Mitte angelegt. Dann bekommt jedes Quadrat praktisch oder jeder Pflasterweg in der Mitte so einen Ausgang auf die Straße. Da ist jetzt eigentlich egal, wie rundum das man es baut, die soll nicht irgendwie nur eine Anbindung bekommen. Dann können die Herren und Damen und Jungs und Mädels von außen und die Diversen natürlich auch da dann spazieren gehen. Und was dann noch passieren wird, ist, wir werden ab. In der Mitte kommt dann praktisch, kann ich ja mal bauen, auf 12 Meter unten war das, glaube ich. Da muss man dann den mittleren 1, 2, 3, 4, das müsste dann, war das dann da? Das ist aber nicht die Mitte, da müssen wir den, das ist die Mitte, gell? Kommt dann praktisch eine Unterführung eine, die dann auch zum Ende der Straße hier geht, beziehungsweise sogar unten durchgehen wird, damit die Sims da spazieren gehen können. Und wir werden dann in jedem Eck praktisch einmal von da oben einen Abgang machen, dass die da unten spazieren gehen können. Das heißt, wir werden also dann nicht viele Sims haben, die dann hier oben rundum laufen, sondern ich habe das Ganze dann eben durch unterirdische Fußwege, durch Unterführung gemacht, die dann auch zur Hauptstraße kommen. An den Hauptstraßen wird es dann später mal, an der zentralen Hauptstraße oder da, wird es dann U-Bahn-Haltestellen geben, die wir dann mit dem ganzen Netz noch verbinden werden. Und das muss man dann nochmal noch gerne anschauen, weil das habe ich im alten Plan auch noch nicht so richtig drin gehabt. Das wird aber auch noch verfeinert werden. In einer der späteren Folgen, ich möchte unbedingt hier heroben, sage ich mal, so in dem Bereich soll mal die Altstadt werden oder die Großstadt oder. Da kommt auf alle Fälle in die Mitte der Bahnhof einer. Da werden wir dann auch noch ein Autobahn-T-Kreuz bauen, das wird dann da raufführen. Wird da irgendwann ein T-Kreuz einkommen und das heißt, wir werden da dann eine Stadtautobahn rundum bekommen, auch nochmal in einem Bogen. Und in dieser Mitte soll dann die ganze Altstadt kommen, zumindest auf alle Fälle der Hauptbahnhof. Und ich bin einmal so auf Sachen gespannt, wie wir Anbindungen dann machen an Überlandbusse und so. Ob wir da dann zentral alles am Verkehrsknoten machen beim Hauptbahnhof. Plan ist ja außerdem noch Flughafen und alles dann noch in einigen Sachen und das nächste, was aber dann kommen wird, mein Hauptding ist dann Industrie. Die werde ich dann in den nächsten Folgen einmal aufbauen und dann werden wir uns einmal um das Thema hier oben kümmern mit der Stadt und dann werden wir das Ganze hier dann einmal U-Bahn technisch anbinden. Das heißt, da wird dann vermutlich, sage ich mal, dann vom Hauptbahnhof eine U-Bahn-Linie da oben kommen, der dann mit Sicherheit hier eine Haltestelle irgendwo kriegen wird. Wo es dann weitergeht, der dann mit Sicherheit hier eine Haltestelle kriegen wird, wo man dann eben einmal so Rundumverkehr machen kann. Das heißt also, da dann zum Beispiel wird dann da oben gehen, wird dann da irgendwo eine Haltestelle bekommen, wird wieder raufgehen, wird da dann eine bekommen und dann einmal so einen Kreis immer praktisch machen. Und vielleicht kann man dann im oberen Bereich dann einmal das anbinden. Ich muss einmal schauen, wie man U-Bahn-Linien verzweigen kann.
wo man sagt, man kann dann eine Haupt-U-Bahn-Linie zum Beispiel da oben bauen und kann vielleicht dann versuchen, eine Abzweigung bauen und dann auch diesen Grid anzuschließen und dann wieder zurückzufinden, auch hier oben dann. Ihr habt da schon einiges im Köpfchen, muss ich sagen. Lasst euch mal überraschen. Was wir jetzt auf alle Fälle noch machen werden, ist, ich möchte jetzt da mal so ein Interchange einbauen. Ich hoffe, ich bekomme das dann mit dem Grid alles sauber hin. Ich könnte ja mal kurze Zwischenspeicherung machen. Spiel speichern, das ist Ende Folge 01. Let's Play Folge 02, das muss ich dann umbenennen. Zwischen 01. So, das ist mir reißen jetzt nämlich einfach mit Autobahn weg. Ich habe mir da im Workshop also einige Service Interchanges runtergeladen, die ich auch gerne mal testen möchte. Und in dem Bereich hätte ich jetzt eigentlich mal gesagt, wir bauen uns den da mal ein. Da müssen wir den wegbauen, sonst snappt man das dann nämlich ein. Das ist also jetzt quasi praktisch das Baukostenschild, ist ja wieder genau an der richtigen Stelle. Jetzt. Das ist echt super. So, da snappt der eine, müssen wir jetzt noch ein Stückchen gerade runtergehen. Ob ich die Autobahn so hinbringe, dass sie richtig einsnappt, ist die andere Frage. Dann bauen wir es mit 12 Uhr und schauen wir mal, ob es dann schön snappt. Das ist zu weit. 10. Passt auch nicht. Grad 9. Das sollte passen, da die Sonne. Bauen wir es einfach einmal. Naja, passt nicht ganz, oder? Brauchen wir jetzt eine Straße. Grad, das passt ja hervorragend. Das passt ja perfekt, da die Song. Ich kann eigentlich mal dort anschließen. Gut, da passt die Straße jetzt überhaupt nicht. Aber ich habe es genau erwischt, da die Song. Das heißt, wir werden jetzt die Autobahn noch begradigen und anschließen. Jetzt mal ein bisschen abreißen, damit das schöner geht. Da brauchen wir dreispurige Autobahn. Einmal noch da, einmal noch da. Das passt ja hervorragend. So, einmal noch da. Und einmal noch da. Das muss ich mit diesem Node-Controller mal versuchen, dann ein bisschen gerade hinzubringen. Können wir uns auch mal angucken. So, was haben wir jetzt da noch? Das geht von drei Spuren auf vier Spuren. Das heißt, da werden wir uns jetzt gleich mal unseren Verbinder nehmen und werden einmal sagen, die darf von da wechseln. So, da bleibt ihr aber mal, damit da nicht gleich was passiert. Da bleibt ihr auch, da bleibt ihr auch. So, gleiches in Gegenrichtung. Einmal, zweimal. Da dürft ihr es euch aussuchen. Hier bleibt ihr bitte, da wird eine gleich gewechselt, da wird eine gleich gewechselt. Aber da haben sie lang nur Zeit vorher, dass sie sich die Fahrspuren aussuchen. Und den Rest muss man dann schauen, wie sich das Ganze dann im Sande verläuft, hätte ich beinahe gesagt. Ja, dann darf ich mal sagen, ich werde mir jetzt mal inzwischen den Folgen den Grid nochmal kopieren viermal. Das geht ja dann eh schön mit
mit MoveIt werde mal die ganzen Untergrundverbindungen da noch verbessern und anbinden, dass es dann einmal seht, wie ich mir das gedacht habe. Und ja, mal die Straßenanbindung, wobei das können wir zum Teil dann noch beim nächsten Mal machen. Die ganzen Querverbindungen bauen und dann werden wir eher da mal Wohnungen bauen lassen. Und dann gucken, wie mir das Ganze funktioniert. Ich bin mal gespannt. Also, lasst euch überraschen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Alles Liebe und Gute, pfiat euch vom Maverick.